Ein letzter heftiger Kampf steht uns immer noch bevor. Werden wir das Ganze überleben oder werden wir doch am Ende zugrunde gehen? Als erstes müssen wir es auf jeden Fall in den Beichtstuhl und das machen wir doch gleich mal. Hey, wie läuft es? Ich bin immer noch am Leben. Erstaunlich, also setz dich. Natürlich, lass uns mal wieder ein Pläuschchen halten. Ist schon viel zu lange her seit dem letzten Mal. Ahaha, gut, Vincent, das ist wahre Kletterkunst. Ich kann nicht zulassen, dass mich jemand aufhält. Nicht jetzt, wo ich so weit gekommen bin. Für diese Prüfung gibt es keine korrekte Antwort. Also werde ich Ihnen eine Frage stellen, Ihnen, der es so weit geschafft hat. Ich werde Ihnen noch eine Frage stellen. Dies ist die dritte Frage zur Freiheit. Wünschen Sie sich ein aufregendes Leben voller Spannung, mit dem jede Menge passiert? Wünschen Sie sich die Aufregung des Chaos? Ja, nein. Ja, nein. Scheiße, schon wieder so eine schwere Frage. Nein, ich glaube nicht so ein Chaos. Ich meine, das deckt sich ja jetzt nicht. Wünschen Sie sich ein ruhiges Leben? Ja. Wünschen Sie sich die Aufregung des Chaos? Ja, das passt ja irgendwie nicht. Also eigentlich nein. Außerdem, wie sieht das Chaos aus? Ein kleines Chaos wie, ja, Probleme mit den Kindern etc. Das ist ja auch schon ein Chaos. Chaos hier, Kinder müssen in die Schule, Frau muss arbeiten, wer muss jetzt auf die Kinder aufpassen, wer muss heute Abend kochen, bla bla bla, das ist ja auch schon Chaos. Oder heißt Chaos in diesem Fall, das ganze Leben geht zugrunde, weil wegen irgendwas, ich zieh mal nein. Verstehe. Sie haben den halben Weg im Himmel zurückgelegt. Ich führe Sie jetzt zur nächsten Prüfung. Was? Ich bete für eine gute Leistung, natürlich für den Erfolg. Immer nur klettern, klettern, klettern. Ich verschwinde von hier. Dann sind wir doch noch nicht beim letzten Kampf. So klang das nämlich das letzte Mal, aber nix da. Erst den halben Weg? Da geht's ja noch ziemlich lange, Mann. Meine Güte. So, was haben die anderen so gesagt? Nein. Schon wieder bei der Mehrheit. Ich glaube, ich war nur einmal nicht bei der Mehrheit. Und zwar beim Roboter, oder? Sonst weiß ich es gar nicht mehr. Boah, guck mal. Wir haben schon 3 Level gemeistert. Heißt das, es kommen nochmal 3 Level? Puh. Final Stage. Imperium. 4. Etage. Die 4. große Prüfung ist ein enger Pfad zum letzten Kampf. Die Etagen brechen schnell ein. Wende deine ganze List und Tücke an, um nach oben zu gelangen. Aha. Vor dem letzten Kampf heißt das dann, das nächste Mal kommt wirklich der letzte Kampf. Müsste ja dann, oder? So, hau mal ab, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Ja, genau, geh am besten da runter. Da bist du gut aufgehoben. Oh, guck mal, schon den Checkpoint. Ja, das war ja richtig schwer bis jetzt. Nö, da kommt schon wieder so ein blöder Monsterblock. Ach Mist, den kriege ich jetzt da nicht weg. Ein bisschen austricksen hier. Ah. Genau wieder in die Falle gestanden, aber es hat nichts gemacht. Gegner entfernen, das ist schon mal gut. Das gefällt mir, das Gegner entfernen. Ah, das ist nicht so gut. Boah, das war knapp. Das hätte ich nicht mehr geschafft. War riskant. War sehr riskant. So, jetzt mache ich das mal so. So, du bleibst gefälligst da. Sehr gut. Nein, es ist halt wieder scharf im Weg. Hey, Schaf. Hau ab. Nein. Nein. Nein, wegen dir, blöde Schaf. Ich hätte ja den Dings gehabt. Den Gegner entfernt. Zauber, ich Idiot. Ich bin zu blöd, ey. Ich bin zu blöd. Oh, jetzt fällt hier alles auseinander. Nein, und ich mache gerade alles kaputt. Das müssen wir nochmal versuchen. Love is over. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Lalala, lalala. So, gleich mal hier die Fallen aktivieren, weil es so toll ist. So, diesmal dann den Gegner entfernen. Auf jeden Fall. Ja, gehen wir am besten hier lang. War das jetzt so gut? Ja, doch, sollte klappen.
So, Gegner entfernen. Dass der uns schon mal nicht mehr nervt. Ja, nehmen wir den Monsterblock. Die sind schon voll crazy, diese Monsterblöcke. Okay, ja, doch, hier müssen wir einfach hochklettern. Nein, die blöde Zunge. Na gut, dann gehen wir halt hier lang. Nein, du bist so fies. Du bist so gemein. Aber wir lassen uns nicht aufhalten von dir. Niemals. Da hinten ist so ein Ding, so ein Kissen, das will ich gerne. Danke. Wie kommen wir jetzt am besten weiter? Komm runter, Monsterblock. So ist gut. Da ist ein Checkpoint. Checkpoint. Oh yeah, wir haben die Hälfte schon mal geschafft. Das klingt natürlich toll. Ist es aber letzten Endes nicht, weil noch so viel auf uns wartet. So, hau mal ab. Oh, bist du runtergefallen? Oh, oh, du bist ganz runtergefallen. Noch besser. Tut mir leid, Schaf, aber das ist echt toll, wenn du da ganz runterfällst. Ich will nicht fies sein, aber ich muss es leider. Hey, das geht schon fast automatisch hier. Ziemlich gut gerade. Jetzt schieben wir mal den hier rüber. Noch eins rüber. So, dann müssen wir die Bombe hier nicht aktivieren. Hey, das klappt gerade so gut. Wunderbar, wunderbar. Ein Block, den will ich, den will ich, den will ich. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh. Oh, das sieht nicht so gut aus. Das sieht weniger gut aus. Das sieht nicht gut aus. Müssten wir aber eigentlich schaffen. Theoretisch. Praktisch sieht das schon anders aus. Können wir da einzeln rausziehen? Ziehen? Nein, können wir nicht. Aber wir sollten das hier können. Und sollten somit ein Stückchen weiter nach oben kommen. Aber leider nur ein Stückchen. Das geht auch nicht, weil dann das passiert. So, jetzt machen wir mal irgendwie was, irgendwas. Am besten das. Weil jetzt können wir das hier machen. Komm, lass dich hängen. Lass dich hängen, Alter. Mann, du sollst darüber. Nein, du sollst hier lang. Genau. Sehr schön. Können wir das Geld mitnehmen und kommen wieder ein Stückchen weiter nach oben. Ein kleines Stückchen. Da oben ist schon wieder ein Checkpoint. Juhu. Den holen wir uns. Zack. Checkpoint. Klappt gut, oder? Klappt gut. Wir haben schon... Ja, drei Viertel haben wir geschafft. Das letzte Viertel steht jetzt noch an. Das werden wir ja wohl auch noch hinkriegen. Ah, du bist so fies, du blöde Schaf. Oh. Oh, oh, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Scheibe. Mist. Komm, komm, komm da raus, du Idiot. Wo bist du? Ich sehe mich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Jetzt hier bin ich. Nein, du sollst... Nein, jetzt steht der Schaf da. Ja, hau ab, du blöd Schaf. Das war ja jetzt sehr verwirrend. Okay, da ist ein Kissen. Das brauchen wir aber nicht unbedingt. Wir haben genug. Klettern wir einfach weiter. Das ist das Beste. Schieben wir den noch eins rüber, damit wir den kaputten Block da noch nicht aktivieren. Am besten fangen wir jetzt hier an. Natürlich ist da eine Falle mit dabei. Was denn auch sonst? So, jetzt klettern wir da rüber. Ah, Mist. Das wollte ich noch nicht. So, wir kommen hoch. Soweit, so gut. Fiese Fallen wieder. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Da oben ist doch sicher das Ziel. Wo ist das verdammte Ziel? Da ist ein Kissen. Nein, ich will das Kissen. Wo ist das Ziel? Da ist das Ziel. Bams! Wieder ein Level geschafft. Hey! Und da, nicht mal 10 Minuten. Langsam funktioniert das echt gut. Vieles passiert sogar schon echt automatisch einfach. Man macht es einfach nur. Sehr gut, sehr gut. Wir haben es wieder geschafft, Freunde. Und wieder Bronze. Das ist aber Schnurz. Hauptsache, wir haben den Level gemeistert. Wuhu! Da freut sich unser Eins aber einen ab, ey. Na, wie schmeckt dir das? Oh oh. Wow.
Very well. Just as I said, I, Thomas Mutton, shall be your opponent. Next time we meet, your life will be over in no time. Heißt das, bei meinem nächsten Treffen werden wir jetzt endlich dich treffen? Und wir haben sogar noch einen dunklen Block dabei, Leute. Noch einen Block haben wir dabei als Zusatz. Na, das ist schon mal eine gute Ausgangsposition für den Endkampf. Falls denn wirklich jetzt der Endkampf kommt. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge von Catherine. Bis dahin, Freunde. Ciao.